Matthias, schön, dass du hier bist zum Interview. Direkt die erste Frage ist natürlich in dieser schwierigen Zeit, wie sehr blutet dir das Herz auch als Pfälzer? Ja, das Herz blutet mir schon arg. Also jetzt gerade auch die letzten Wochen und Monate, wo ja, die Tendenz immer schlechter wurde und jetzt auch die letzten Ergebnisse leider nicht so waren, wie wir es uns vorgestellt haben und wie wir es auch haben wollten. Und jetzt der Abstand doch relativ groß ist nach vorne zu den anhängenden Plätzen. Ja, tut es einem natürlich noch viel mehr weh. Und wenn man auch durch die Stadt läuft, merkt man auch, ja, wie niedergeschlagen die Leute sind. Und ja, man schämt sich auch so ein bisschen, muss man ehrlich sagen. Was glaubst du, sind die Gründe dafür, dass es jetzt so gelaufen ist? Ja, ich glaube, es ist jetzt schwer, da jetzt ein, zwei Gründe rauszuholen. Ich glaube, dass es einfach mehrere Sachen sind, die dieses Jahr zusammengekommen sind. Dass einfach viele verschiedene Gründe waren, warum es jetzt letztendlich so lief, wie es jetzt gelaufen ist und warum wir jetzt leider nur noch 6 Spiele haben und schon einen deutlichen Punktenabstand. Und ja, trotz allem muss man jetzt, darf man nicht oder aktuell nicht so nach hinten schauen, muss es irgendwie ein bisschen ausblenden und muss jetzt einfach nur das nächste Spiel gegen Hoffenheim sehen. Wenn man sich jetzt mal die Tabelle ansieht, dann sind es 10 Punkte auf Platz 15 und 8 Punkte auf den Relegationsplatz. Ist das gleichbedeutend mit dem Abstieg jetzt? Ja, punktetechnisch gesehen, das ist natürlich schon ein Brett, was da steht. Die Punkte muss man natürlich erstmal aufholen und die Spiele werden natürlich auch nicht mehr, die werden ja weniger und die verteilten Punkte werden auch weniger. Aber wie ich eben auch schon gesagt habe, ich glaube, in unserer Situation muss man jetzt einfach probieren, das alles so gut wie es geht auszublenden, um jetzt einfach jedes Spiel, was kommt, so ein bisschen als Pokalspiel, als Pokalcharakter zu sehen. Dass einfach, dass man in das Spiel reingeht, man will es unbedingt gewinnen, man muss sich in jeden Ball reinwerfen und muss in den 90 Minuten muss jeder alles geben. Und dann muss man am Ende als Sieger vom Platz gehen wollen. Und das muss das Ziel sein, dass man einfach jedes Spiel so angeht, dass es einfach das letzte Spiel ist. Und dann wird man letztendlich sehen, was dabei rausgekommen ist. Krasimir Balakow hat nach der 0:1-Niederlage gegen den Hamburger Sportverein gesagt, Hoffenheim ist jetzt das absolute Finale. Und von den anwesenden Journalisten glaubte eigentlich niemand mehr daran, dass es jetzt noch reicht. Ist das vielleicht auch eine Chance für euch? Ja, ich meine, es ist halt auch immer schwer zu sagen, wenn man sich von Spiel zu Spiel immer vornimmt, besser zu spielen, zu gewinnen und die Serie jetzt wieder umzudrehen und dann nach dem Spiel immer da zu stehen und dann auf die Fragen zu antworten, naja, es hat wieder nicht geklappt und warum hat es nicht geklappt und so, das ist natürlich umso schwerer, das wird von Woche zu Woche schwerer, aber klar, ist die theoretische Möglichkeit ist noch da und wenn wir jetzt wirklich den Trend mal umkehren können, jetzt einen richtigen Anfang machen mit 3 Punkte, dann ja, dann ist wieder ein Anfang geschafft. Und ich glaube, dass keiner außerhalb vom FCK mehr einen Pfifferling auf uns setzt.